believe us, just watch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time, meinem Re-Let's Play. Immer noch beim schnarchenden Typen, das gibt's doch gar nicht. Was wollte der denn? Er wollte Milch ausliefern. Aha, und wir haben ja im letzten Part, haben wir uns auf dem Weg nach Hyrule begeben. Ich habe euch die Zitadelle der Zeit mal gezeigt. Ha, die Zitadelle der Zeit mal gezeigt. 4 Zs hintereinander. Gibt's ja gar nicht. Oder 3, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat sich ja auch Marlon, ein Mädchen, welches wir auf dem Marktplatz getroffen haben, hat sich Sorgen gemacht um ihren Vater, weil er nicht zurückgekommen ist. Er ist der Besitzer der Lon-Lon-Farm. Und er wollte eigentlich nur Milch ausliefern, ist dann irgendwie eingeschlafen. Und das berichten wir jetzt mal der lieben Marlon. Und damit wir auf dem schnellsten Weg zurückkommen, lassen wir uns einfach mal fangen. Hey Kleiner, halt, stehen bleiben im Namen des Königs. Oh nein, bitte nicht, das tut doch weh. Oh. Aua, aber danke schön. Das war eine kleine Abkürzung, sonst hätten wir den ganzen Schleichweg wieder zurückgehen müssen. Das wäre ein bisschen blöd gewesen. Ich meine, hier steht sie ja schon, hallo. Gehst du zufällig auch zum Schloss? Oder war ich schon? Wenn ja, tust du mir einen Gefallen? Würdest du dort meinen Vater für mich suchen? Sicher ist er eingeschlafen. Und macht irgendwo ein Nickerchen. Ja, es ist immer das Gleiche mit ihm. Ach, ganz vergessen, wenn du ihn suchst, nimm dies hier an dich. Bewahre es warm und sorgsam auf, du wirst es gebrauchen können. Was, ein Kondom? Nein, oh, ein Ei, ein seltsames Ei. Es scheint, als würde sich darin etwas bewegen. Warte ab, was passiert? Im Gegenstandsmenü kannst du es auswählen, bla bla bla. Und dieses Ei, wenn es denn geschlüpft ist, oder das Küken besser gesagt, wird uns dabei helfen, ne? Wer 1 und 1 wieder zusammenziehen kann, weiß, dass es nicht nur 2 sind, sondern wenn aus diesem Küken, aus diesem Ei ein Küken geschlüpft ist, was dann auch unser nächster Auftrag ist, was dann mit dem Vater passieren wird. Auf jeden Fall. Und ich denke mal, dann werden wir in diesem Part noch ins Schloss gelangen, wenn uns da die Geschichte anhören von Prinzessin Zelda, wie sie die ganze Sache sieht. Und dann vielleicht sogar schon oder noch zur Lon-Lon-Farm. Also wenn wir zur Lon-Lon-Farm noch kommen, dann haben wir echt viel geschafft in dem Part. Das habe ich auf jeden Fall vor. Auf jeden Fall jetzt erstmal Nacht. Aber die Nacht geht ja hier schnell rum. Wir haben ja auch erfahren im letzten Part von der weisen Eule. Wenn wir uns außerhalb von der Stadt befinden, dann geht dieser Nacht- oder dieser Tag-Nacht-Zyklus ganz normal weiter. Und wenn wir uns halt in der Stadt befinden oder in irgendeinem Dorf, oder halt auf der Ranch, also auf der Lon-Lon-Farm, dann bleibt die Zeit stehen. Ne? So ist das. Das hat er uns im letzten Part gesagt. Und jetzt schleichen wir uns wieder vorbei. Aber normalerweise hörst du das doch als Wachsamer. Sind die alle taub? Haben die alle was auf den Ohren? Also, normalerweise hörst du das doch, wenn hier jemand durchs Wasser schwimmt. So. Wie gesagt, zum Glück geht das ja hier alles schnell und wir können mal gucken, wo der Mond ist. Dann seht ihr mal, wie schnell der Mond ist. Da oben ist er. Ich versuche das mal stillzuhalten und ihr seht schon, oi, der rast mit einer Affengeschwindigkeit. Mit einem Affenzahn rast er wieder runter und gleich, ja, geht die Sonne auch auf. Wir können uns schon mal hier hinstellen, wir können uns schon mal die Krüge so ein bisschen zurecht schieben, während der Typ dann noch schnarcht. Das gibt's doch gar nicht. Also, wenn ich bei der Arbeit einschlafen würde, dann wäre aber was los. Aber das geht gar nicht. Ich meine, bei meiner Arbeit einzuschlafen, das ist schon ein Wunder. Also das musst du erstmal hinkriegen. So, schieben wir die schon mal hin. Und ihr seht schon im Hintergrund, es wird schon heller, die Sonne geht auf. Heller von Sinn geht auf, nein. Jetzt warten wir kurz, bis das Küken geschlüpft ist und dann, macht das Küken das, wofür es bezahlt wird. Nämlich schlafende Langschläfer wecken. So, komm, schlüpf. Mein Küken. Ja, wow, du hast ein Ei ausgebrütet. Ein Küken ist geschlüpft. Unten rechts sehen wir das. Unten rechts sehen wir das. Da ist es. Und nun, Weite deines Amtes. Was zum Teufel? Oh, kann man denn nicht mal für eine Sekunde die Augen zumachen? Oh, du hast einen schönen Zopf. Hat er die Hose gekackt, ey? Der hat einen Kackfleck an der Hose. Der hat einen Kackfleck hinten an der Hose. Hallo, wer bist du? Ich bin Stefan, und du? Also, ich bin Talon, Besitzer der Lon-Lon-Farm. Ich war auf dem Weg zum Schloss, um frische Milch abzuliefern. Als ich mich kurz ausruhen wollte, muss ich wohl eingeschlafen sein. Was? Marlon sucht nach mir?
Da bekomme ich wieder gehörigen Ärger. Ich hatte ihr doch versprochen. Oh weia, das läuft nicht gut. Ich hatte ihr doch versprochen, ein neues Pony zu holen. Gut, er wird natürlich nicht erwischt von den Wachen, ist klar. Er ist der Bote, er ist der Auslieferer für die Milch. Schade, naja, also. Jetzt ist der Weg frei für die... Für die Kanister hier. Gott sei Dank hat er die vergessen. Auszuliefern. So. Schwierig, so ein Ding. Schwierig, Sachen zu befördern, die größer als die größer sind als man selber. Ne? Also. Und normalerweise liefert man Milch doch auch in Krügen, oder nicht? Also, ich mach dort auf jeden Fall so. Geschafft. So. Einmal rüber gejumpt und schon durch das kleine Loch durch. Schon sind wir im Schlosshof. Und überall sehen wir dieses Triforce-Zeichen im Burghof. Nicht im Hinterhof, im Burghof. Und hier sind natürlich auch nochmal Wachen in verschiedenen Stationen. Also Station für Station wird es ein bisschen schwieriger oder ein bisschen kniffliger. Und wir haben die Hecken hier zur Verfügung, um uns zu verstecken. Wir haben die Hecken, um uns zu verstecken. Der Reimkünstler 2015 ist gekürt worden. So, jetzt müssen wir warten, bis die beiden Wachen da hinten oder hinter den Wasserfällen sind. So, komm. Wenn der sich jetzt nach rechts bewegt, müsste der in der Mitte auch eigentlich wieder. Jawohl. So, da sind noch Rubine. Wer es auf die schwierige Schulter mag oder auf die schwierige Tour, der versucht einfach die Rubine nochmal zu nehmen. Ich lasse sie jetzt mal links liegen, weil die Anzahl von Rubinen kriegen wir irgendwann mal wieder mehr. So, das ist nochmal ein bisschen knifflig. Da muss ich jetzt warten, bis die beiden komplett einmal rumgegangen sind. Also der Kollege, der lässt sich ganz viel Zeit. Und ihr seht wieder auf der Statue das Triforce-Symbol. Also überall im ganzen Land und hier auf dem Schloss natürlich ist dieses Logo oder dieses Symbol vertreten, verteilt. Vor einer schönen 2D-Statue. Na, komm, läuft weiter. Komm, weiter. Vorsicht, nicht zu nah ran, sonst sieht er uns oder bemerkt uns. So. Alles gut. Und hier sind nochmal die letzten Wachen. Oder? Ich sehe die gar nicht. Wo sind die? Gibt's hier keine Wachen? Ach, da sind die. Ach, die waren unsichtbar. Ah, lol. Gibt's nur die eine Wache? Ah, ne. Gibt's sogar zwei? Oh, 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 oh. Ich weiß gar nicht, ob das so geplant ist, dass sie direkt hintereinander langlaufen sollen. Naja. War doch einfacher, als ich gedacht habe. So. Und jetzt gibt es einen weiteren von ganz vielen kleinen epischen Momenten. Im Burghof. Und dieses Mädchen, das dort steht, sieht so aus wie Prinzessin Zelda. Aber vorher zeige ich euch noch mal ein kleines Easter Egg. Wir können nämlich mit unserer Feenschleuder, das ist ganz witzig, durch diese Fensterscheibe hier, oder an die Fensterscheibe schießen. Pass mal auf. Kriegen wir erstes mal Rubies. Ach, dann war das auf der anderen Seite. Ah, okay, da, wir haben nämlich hier zwei Fensterscheiben. Wenn wir nämlich dagegen schießen, dann... Oh! Hey du, mach keinen Ärger! Jawohl. Zack, und wir kriegen eine Bombe. Das ist so ein richtig lustiges, kleines Easter Egg. Und ihr seht, wenn ihr mal ganz genau reinschaut, Logos oder Symbole, da ist Mario, da ist Prinzessin Peach und daneben ist Bowser. Und man kann das also ein bisschen zurückführen, also jetzt spontan für mich, dass wir in der Mitte, das sind wir, Mario, links daneben Zelda, ne, Prinzessin Peach und rechts daneben Ganondorf, der Großmeister des Bösens, des Bösen aus der Wüste. So, und jetzt schauen wir einfach mal, was Prinzessin Zelda uns zu sagen hat. Oh, wer bist du denn? Nanu? Wer bist du? Wie hast du es geschafft, an den Wachen vorbeizukommen? Ah, ich bin gut. Ich meine, sowas lernt man bei der Bundeswehr. Ich war mal bei der Bundeswehr. Oh, was ist das? Das ist... eine Fee? Kommst du aus dem Wald? Du hast auch nicht auch zufällig den heiligen Stein des Waldes, oder? Ich meine, diesen funkelnden grünen Stein. Nun, hast du ihn dabei? Ja, natürlich habe ich ihn dabei. Wie ich mir dachte. Ich hatte einen Traum. Und darin überzogen dunkle Wolken unser Land Hyrule. Doch plötzlich durchschnitt ein Strahl hellen Lichts diese Wolken. Er kam aus dem Wald,
und ganz Hyrule erstrahlte in seinem Glanz. Das Licht verwandelte sich in einen Jungen, der einen glitzernden grünen Stein in den Händen hielt. Ihn begleitete eine Fee. Ich weiß, es war eine Prophezeiung, dass jemand aus den Tiefen des Waldes kommen würde. Ich dachte, du wärst es. Oh, tut mir leid. Ich habe mich ein bisschen mitreißen lassen von meiner Geschichte und mich gar nicht standesgemäß vorgestellt. Ich bin Zelda, Prinzessin von Hyrule. Oh, schöner Name. Wie lautet dein Name? Ich fühle etwas. Mein Furz? Nein. Stefan. Seltsam. Er kommt mir so vertraut vor. Komisch, wie bei jedem Namen. So sei es, Stefan. Ich werde dich nun in das Geheimnis des Heiligen Reiches einweihen, das seit Generationen von meiner Familie gehütet wird. Du wirst das doch nicht weitererzählen, oder? Ah, doch. Ich werde es eigentlich auf Facebook verteilen. Und auf YouTube. Du bist jetzt live auf YouTube. Willst du irgendwas sagen? Also okay, wir lassen es mal dabei. Dies ist die Legende. Mal gucken, ob das dieselbe Geschichte so in der Art ist, wie sie uns der Dekobaum erzählt hat. Auf jeden Fall, das haben wir auch beim Dekobaum gesehen. Das Triforce vereint die Kraft der drei Göttinnen. Göttinnen. Sie verbargen es an einem Ort in Hyrule. Der drei Göttinnen. Denn das Triforce hat die Macht, die Wünsche dessen wahr werden zu lassen, der es in Händen hält. Da ist es also nochmal, das Triforce. Ein rechtschaffendes Herz würde Hyrule in goldene Zeiten voller Reichtum und Frieden führen. Würden Wünsche eines Menschen mit niederer Gesinnung erfüllt, so verschlänge das Böse die Welt. Daher errichteten die Weisen die Zitadelle der Zeit, um das Triforce vor bösen Mächten zu bewahren. So oder so ähnlich hatten wir das ja auch beim Dekobaum. Die Zitadelle der Zeit ist in unserer Welt der Zugang zum Heiligen Reich. Doch dieser Zugang ist versiegelt durch eine steinerne Mauer, die man Zeitportal nennt. Es heißt, man brauche die drei heiligen Steine, um den Zugang zu öffnen. Und noch etwas, nämlich ein uraltes Relikt, das im Besitz der Königsfamilie von Hyrule ist. Die Ocarina der Zeit. Hast du die Geschichte, die ich dir anvertraute, verstanden? Ja, haben wir natürlich. Großartig. Das habe ich ganz vergessen. Ich habe gerade durch dieses Fenster hier geschaut. Eines der Elemente aus meinem Traum, die dunklen Wolken. Ich glaube, sie symbolisieren diesen Mann dort. Möchtest du ihn dir anschauen? Ah, ja, wenn es sein muss. Sehr gerne, warum eigentlich nicht? Wer ist da? Der Mann aus unserem Traum. Siehst du den Mann dort? Den mit dem bösen Blick? Das ist Ganondorf, Anführer der Gerudos, die in der Wüste fern im Westen unseres Landes leben. Er hat meinem Vater die Treue geschworen, doch ich glaube ihm nicht, dass er aufrichtig ist. Die dunklen Wolken, die Hyrule in meinen Träumen einhüllten, sie müssen diesen Mann symbolisiert haben. Was ist das denn für ein Lachen? Hat er keine Zähne gehabt? Was ist passiert? Hat er dich gesehen? Hab keine Angst. Er hat keine Ahnung von unseren Plänen. Noch nicht. Ich weiß, er ist es. Natürlich erzählte ich meinem Vater von dem Traum. Doch er glaubte mir nicht, dass der Traum eine Prophezeiung sei. Doch glaube mir, ich spüre die böse Aura dieses Mannes. Ganondorf hat es auf nichts anderes als das Triforce des Heiligen Reiches abgesehen. Nur das scheint sein Begehr. Um sein Ziel zu erreichen, muss er Hyrule, nein, die gesamte Welt unterwerfen. Oh, schrecklicher Blick. Stefan, wir sind die Einzigen, die Ganondorfs Pläne durchkreuzen können. Bitte. Ja, ich glaube kein Wort. Oh Gott, wie böse ist das denn, ey?
ich danke dir. Ich habe Angst, große Angst, dass dieser Mann Hyrule den Untergang bringt. Er besitzt übermenschliche Kräfte. Doch nun, da du hier bist, wird alles gut. Wir müssen verhindern, dass Ganondorf in den Besitz des Triforce gelangt. Ich werde die Ocarina der Zeit mit all meiner Kraft schützen. Niemals soll er sie erhalten. Deine Aufgabe sei es, die verbliebenen heiligen Steine zu finden. Sie sind der Schlüssel zum Heiligen Reich. Lass uns das Triforce suchen und mit dessen Kraft Ganondorf bezwingen. Eines noch, nimm diesen Brief an dich. Ich bin sicher, du wirst ihn brauchen können. Ui, eine schöne Inschrift. Das ist Zeldas Brief. Er trägt Prinzessin Zeldas Unterschrift. Im Gegenstandsmenü kannst du ihn ausrüsten. Wie gewohnt auf den C-Knöpfen benutze C, um ihn jemanden zu zeigen. Wir gucken mal, was da drauf steht. Wir können nämlich ins Gegenstandsmenü gucken und mal schauen, was da drauf steht. Nein, können wir nicht. Können wir das irgendwie so machen? Nein, es sieht ganz so aus, als würde dieser Gegenstand ihn nicht benötigt. Möchte sie uns noch etwas sagen? Meine Vertraute wird dich aus dem Schloss geleiten. Unterhalte dich ruhig mit ihr. Aha, wie kommt ihr denn auf einmal hier rein? Also, wir haben nun also auch aus der Geschichte von Zelda erfahren, ja, auch eigentlich das, was wir von dem Dekobomb erfahren haben. Es geht um diesen bösen Mann, um den Großmeister des bösen Ganondorf. Ne? Sie hatte einen Traum, in dem waren dunkle Wolken und sie symbolisierten diesen bösen Mann, ja? Ganondorf. Und wir sind also die Prophezeiung. Nur wir können also dieses Land retten und er darf niemals in den Besitz dieses Triforce kommen, welches sich in der Zitadelle der Zeit aufhält. Sie bewahrt also die Ocarina der Zeit auf. Wir müssen also nun die letzten zwei heiligen Steine nun finden. Und dann machen wir uns im nächsten Part mal auf den Weg. Und ich würde sagen, mit ihr unterhalten wir uns auch im nächsten Part. Sonst wird der Part zu lang und zu lang will ich den Part auch nicht machen. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zuschauen. Lasst eine Bewertung da oder ein Abo, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Und dann seid gespannt, was uns diese Frau im nächsten Part erzählen wird. Haut rein und ciao!